Hallo und herzlich willkommen zu Häppchenweise Kunst. Wir sind heute im Robert-Köpke-Haus in der Malerstadt Schwalenberg. In der Ausstellung Der doppelte Blick, Karin Gosa und Robert Mattes Malerei und Grafik. Heute möchte ich mit Ihnen das Bild Wintergarten von Robert Mattes näher betrachten. Der Wintergarten ist mittlerweile, im Gegensatz zu früheren Zeiten, ein Ort des Zusammenkommens und der Kommunikation. Zusätzlich bietet er einen bewussten oder auch unfreiwilligen Einblick in den privaten Bereich in die innere Welt. Hier wachsen jedoch keine Pflanzen, die einzige Efeuranke ist künstlich. In einem Abklingbecken gedeihen Formationen aus Sand. Hier stehen sich Vergehen und werden gegenüber verdeutlicht im Meer der Sandfiguren Motive, die bei ihrer Entstehung viel mehr Zeit benötigen als bei ihrer Zerstörung. Jedoch ist hier keiner der beiden Vorgänge zu sehen, sondern nur ein aktueller Ist-Zustand, der ein mögliches Verharren im Moment verdeutlicht. Träume, Sehnsüchte, Ängste umgeben eine Frau, die mitten darin ruht. Sie erscheint unbeweglich, da sie teilweise von innen begraben ist. Über ihr befindet sich ein Traumfänger, in den verschiedene Kultobjekte eingewoben sind. Der Legende nach bleiben die bösen Träume im Netz hängen und werden später von der Morgensonne neutralisiert werden. Die guten Träume hingegen schlüpfen durch das Netz hindurch und können durch die mittlere Öffnung verschwinden. Anderen Legenden zufolge werden die guten Träume im Netz gefangen und durch die Federn zum Schlafenden geleitet. Hier sind diese aber durch Klebestreifen ersetzt und so ist es fraglich, ob die Weiterleitung funktioniert. Hier entweichen die schlechten Träume durch das Loch in der Mitte. Man kann nun selbst entscheiden, welche der Interpretationen man anwenden möchte. Gegenüber den realen Figuren stehen die zweidimensionalen Abbildungen auf der Wand im Hintergrund, die die gleichen Träume, Sehnsüchte, Ängste zeigen. Durch die Gegenüberstellung entsteht die Frage nach der Tiefe der eigenen Identifikation. Ein Verbindungselement bilden die Figuren, die 3D-Brillen tragend, sehnsüchtig in Richtung des Abklingbeckens schauen. Sie verdeutlichen die Fragestellung nach Wahrnehmung und Wandelbarkeit von Identität zwischen Abklatsch, Inszenierung und vermeintlicher Authentizität. Auch hier haben wir wieder den Affen als Stellvertretern des Menschen, diesmal jedoch weit über ihm thronend.